Mein Name ist Martin Riccabona. Ich bin Orgelkustos der großen Orgel, die Sie hinter mir sehen, im Konzertsaal des Linzer Bruckner Hauses. Ich bin als Organist und Cembalist freischaffend tätig und unterrichte außerdem diese beiden Fächer an der Linzer Musikschule. Besonders faszinierend am Aufgabengebiet eines Organisten finde ich dessen Vielseitigkeit. In meinem Fall bedeutet Organist sein, Konzerte im In- und Ausland zu spielen, als Organist, als Kammermusikpartner oder auch in größeren Besetzungen, zum Beispiel in Barockorchestern. Nebenbei gibt es aber auch noch andere Felder im Zusammenhang mit Orgel und Orgelmusik, mit denen ich mich beschäftige. Dazu gehört auch der Instrumentenbau. Hier im Brucknerhaus bin ich nicht nur für die Betreuung der Gastorganisten und für das Vorführen des Instruments zuständig, sondern auch für die technische Wartung, soweit mir dies möglich ist, und für die Stimmungen vor Konzerten. Die Orgel des Brucknerhauses wurde 2018 von der österreichischen Firma Riga aus Schwarzach in Vorarlberg weitgehend neu gebaut. Beibehalten wurde dabei der Prospekt, also die Schauseite der Orgel, die im Wesentlichen gleich geblieben ist wie beim Vorgängerinstrument von 1973. Neu ist allerdings, dass das neue Instrument sich speziell für symphonische Musik eignet, also einen sehr ausgeprägten Grundstimmenbereich umfasst und außerdem einen großen Dynamikbereich abdeckt. Damit ist es möglich, solistische Orgelmusik oder im Verband mit weiteren Instrumenten, Chören oder sogar Orchestern, insbesondere die Musik des 19., 20. und 21. Jahrhunderts zu musizieren. Um als Musiker kreativ arbeiten zu können, brauche ich genügend Freiraum und Rückzugsmöglichkeiten. Das ist im Alltag meistens nicht so sehr gegeben. Insofern konnte ich jetzt dem Lockdown während der Corona-Zeit durchaus auch positive Seiten abgewinnen, weil es plötzlich sehr viel Zeit zum Üben und Ausarbeiten von Ideen gab. Ein weiterer Vorteil, wenn man so will, des Lockdowns war das Leerstehen des Brucknerhauses in dieser Zeit. Es fand ja kein Konzertbetrieb statt, was es für mich möglich gemacht hat, nicht bloß die Nachtstunden zum Üben zu nutzen, wie das sonst oft der Fall ist, sondern auch einmal ganz bequem untertags üben zu können. Auch das wusste ich sehr zu schätzen. Ich spiele für Sie heute eines der Kernstücke aus dem Orgelrepertoire des 20. Jahrhunderts, nämlich die 7 Pastelle vom Bodensee von Siegfried Karg-Ehlert. Dieses Stück zeichnet sich nicht nur durch große Virtuosität aus, sondern dass die Klangpalette der Orgel und die dynamischen Möglichkeiten bis zum Exzess ausgereizt werden. Eigentlich ist das schon eine Art Stück für ein kleines Orchester, aber umgemünzt auf die Orgel. Thank you.
Im Zuge der Corona-Krise sind leider einige interessante Projekte für mich ausgefallen. Zum Beispiel ein Artist-in-Residence-Ship bei den Hofheimer Tagen in Radstadt oder zwei Aufführungen von Bachs Matthäus-Passion in Südtirol. Aber mich hat es insgesamt nicht so schlimm getroffen wie andere und es sind bereits wieder sehr schöne Dinge in Aussicht, unter anderem 3 CD-Aufnahmen während der Sommerzeit sowie ein Konzert im Alten Dom in Linz am 27. August. Zum Abschluss möchte ich Ihnen nicht nur viel Gesundheit und Ausdauer in dieser Zeit wünschen, sondern auch ein bisschen Werbung machen für mein Wirken hier am Haus in der kommenden Saison. Wenn ab Herbst die neue Saison hoffentlich ungehindert wieder aufgenommen werden kann, wird es auch wieder 4 Orgelvorführungen über das Jahr verteilt geben. Ich würde mich sehr freuen, Sie bei dieser Gelegenheit hier im Brucknerhaus willkommen heißen zu können. Es gibt die Gelegenheit, die Orgel des Brucknerhauses ganz hautnah zu erleben und von mir erklärt zu bekommen. Des Weiteren wird es auch wieder eine Konzertreihe mit renommierten Interpreten geben. Auch dort werde ich mit einem Abendkonzert vertreten sein.